بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه دائما وأبدا. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Und sein Liebling und der Letzte, beziehungsweise der Siegel aller Propheten. Ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Und wie ich schon angekündigt habe, liebe Geschwister, werde ich heute, inshallah, die Vortragsreihe, die 100 Glorreichen, fortsetzen. Die 100 Glorreichen, indem ich ausgesucht habe, bei dieser Vortragsreihe über besondere Menschen zu sprechen. Menschen, die etwas getan haben auf dieser Erde, Menschen, die etwas geleistet haben, und zwar etwas Besonderes geleistet haben. Menschen, die für Allah subhanahu wa ta'ala gelebt haben, Allah geliebt und für ihn gelebt haben. Manche von ihnen haben für Allah subhanahu wa ta'ala gelebt, manche von ihnen haben für Allah Azza wa Jalla ihr Leben gegeben und sind auf dem Wege Allahs oder für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala zu Allah zurückgegangen als Märtyrer. Sozusagen sind manche für Allah subhanahu wa ta'ala gestorben. Jedoch gibt es andere, liebe Geschwister, die für Allah subhanahu wa ta'ala gelebt haben. Was nicht bedeuten soll, dass derjenige, der für Allah subhanahu wa ta'ala stirbt, in der Stufe höher ist als der für Allah subhanahu wa ta'ala gelebt hat. Denn bei uns, liebe Geschwister, ist eine Sache, wo wir vielleicht Muslime manchmal etwas falsch glauben, so denken wir immer, die höchsten Stufen des Paradieses sind für diejenigen, die für Allah subhanahu wa ta'ala gestorben sind, ihr Leben gegeben haben für Allah subhanahu wa ta'ala. Wobei wir vielleicht vergessen, dass es Menschen gibt, die für Allah nicht gestorben sind, aber die für Allah subhanahu wa ta'ala gelebt haben und für Allahs Sache sich abgemüht haben und gekämpft haben. Und gekämpft haben, dass das Wort Allah subhanahu wa ta'ala das Höchste ist. Und die gelebt haben, um Allahs Religion zu beschützen. Und die Sünde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu verteidigen. Und die Scharia Allahs, die reine, die reinste Scharia von Allah subhanahu wa ta'ala zu verteidigen. Und wie ich am Anfang dieser Vortragsreihe schon erwähnt habe, liebe Geschwister, wollte ich von Anfang an, dass wir nicht nur über Sahaba sprechen, dass wir nicht nur Leute erwähnen, die die Schüler des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren, die Auslese dieser Umma, die Besten der Besten, die es genossen haben, vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam persönlich erzogen worden zu sein. Weil dann könnten wir gar keine anderen dran nehmen. Und dann könnte man meinen, es war einfach eine andere Zeit. Es war einfach die Auswirkung der Freundschaft, die Gesellschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unter dem Liebling Allah subhanahu wa ta'ala zu leben und seine Erziehung zu genießen und
vor Ort sein, während Al-Wahi von Allah subhanahu wa ta'ala, die Offenbarung, die Verse Allah subhanahu wa ta'ala vom Himmel herabkommen. Die Auswirkung davon. Und dann könnte man meinen, Khalas, das sind die Besten. Und das sind die ganz besonderen Menschen. Und dann würde man was eventuell denken, dass heutzutage bleiben nur noch solche Menschen, so wie ich, meinesgleichen, ganz normale, schwache Muslime, die nichts auf dieser Erde mehr bewirken und bewirken können. Ja, schwache Menschen, schwache Geschöpfe, schwache Sünder. Und deswegen, liebe Geschwister, habe ich schon damals gesagt, dass ich gerne auch über Menschen sprechen möchte, die in unserer Zeit leben, aber die etwas bewirken, die etwas Besonderes gemacht haben, etwas Besonderes für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seien es Leute, die Wissen haben und die Wissen, die Religion mit ihrem Schreibrohr, mit ihrer Zunge, ja, mit ihrem Mund verteidigt haben und nach oben gebracht haben, oder seien es Leute, die auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala gekämpft haben, wie Soldaten von den Sahaba und von den Leuten, die nachkamen, und von den Rechtsschulgelehrten. Und deswegen habe ich in dieser Vortragsreihe schon von, ich glaube, schon mindestens 3 Leuten gesprochen, die jetzt in unserer Zeit, in den letzten Jahrzehnten gelebt haben auf dieser Erde. Und von ihnen habe ich schon am Anfang der Vortragsreihe über Al-Sheikh Abdurrahman al-Sumayyid rahimahullah gesprochen, der 2014 verstorben ist. Ein Mensch, den viele von uns vielleicht gar nicht kennen. Jedoch hat dieser Mensch, haben bei ihm ungefähr 10 Millionen oder über 10 Millionen Menschen den Islam angenommen. Und die Zahl der Schulen, der Moscheen, der Waisenhäuser, der Universitäten, der Brunnen, die er gebaut hat, wallahi, eine Sache, die man sich einfach nicht vorstellen kann. Abgesehen davon von den Leuten, die er, weil er noch Arzt war, geheilt hat, und also geheilt mit der Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, und behandelt hat als Arzt. Als Arzt, als Da'ia. So hat er gekämpft, fi sabilillah, aber er hat nicht gekämpft mit dem Schwert, sondern er hat gekämpft mit seiner Hand, indem er gearbeitet hat, fi sabilillah, indem er Da'wa gemacht hat, mit seiner Zunge, mit seinem Mund, fi sabilillah, und er hat sein Leben gelebt für Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist nicht für Allah gestorben, aber er hat für Allah gelebt. Und ich habe in dieser Vortragsreihe vor einigen Monaten, im Dezember, in Hamburg, in Deutschland, bei einem Vortrag über 2 andere Menschen gesprochen, die vor kurzem noch auf dieser Erde waren, die etwas Besonderes geleistet haben oder die besondere Eigenschaften hatten. Und unter ihnen, und bei diesem Vortrag hatte ich dann über 2 Menschen gesprochen, einmal war es mein Vater, Hakim Umar Balqaid rahimahullah, und Al-Sheikh Al-Arabi, der Vater von Abu Dujana, rahmatullahi alayhi, der kurz nach dem letzten Ramadan von uns gegangen ist. Menschen, die etwas Besonderes hatten, Besonderes gemacht haben, besondere Charaktereigenschaften hatten, die Religion verteidigt haben, mit viel oder wenig Wissen oder mit dem, was sie hatten, was Allah ihnen gegeben hat. Und hier und heute, liebe Geschwister, wollte ich mit euch sprechen über ein weiteres Beispiel. Und heute wollte ich auch über einen besonderen Menschen sprechen. Wie schon angekündigt, einen besonderen Menschen sprechen, und zwar eine Schwester, eine ganz besondere Schwester. Eine Schwester, die von uns gegangen ist, am Montagabend, rahmatullahi alaiha. Und zwar ist es die Schwester, wie ich schon angekündigt habe, unsere Schwester Nora Illi aus der Schweiz.
Und eine Schwester, die die meisten von uns kennen und kannten, und die meisten von uns, denke ich, auch nicht persönlich, aber die allermeisten von uns kennen sie aus dem Fernsehen, aus den Reportagen, aus den Sitzungen, wo sie da saß. Und wallahi, ich weiß nicht viel, was ich über sie reden kann. Weil ich kenne nicht viel über diese Schwester. Ich weiß, dass sie eine konvertierte Schwester ist, die geboren ist und aufgewachsen ist bei einer nicht-muslimischen Familie. Und sie ist konvertiert zum Islam. Subhanallah. Und sie ist vor einigen Tagen von uns gegangen, von dieser Erde gegangen, im jungen Alter von 35 Jahren. Rahmatullahi alayha. Und sie ist an Brustkrebs gestorben. Aber wir alle, liebe Geschwister, kennen sie von diesen Reportagen. Aus dem Fernsehen, Reportagen, die wir gesehen haben, aus den Interviews, die sie gegeben hat, wo sie als Muslima stolz, mit Ehre und Stolz den Islam verteidigt hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte im authentischen Hadith: Kämpft gegen die Götzendiener mit euren Schwertern, mit eurem Mal, mit eurem Hab und Gut, also mit eurem Besitz, und kämpft gegen sie mit euren Zungen, mit euren Mündern. Ja, so gibt es Leute, die auf dem Wege Allahs kämpfen. Und sie kämpfen mit ihrer Zunge, mit ihrem Mund und mit ihrem Schreibrohr, was sie schreiben. Und so haben wir gesehen, liebe Geschwister, und wir sind alle Zeuge darüber. Und wallahi, ich denke mir, dass jeder einzelne Muslim auf dieser Erde oder in diesem im deutschsprachigen Raum zumindest, der sie gesehen hat, wie sie da saß, voller Ehre und voller Stolz, mit ihrem Hijab, mit ihrem Nur, den sie ausgestrahlt hat, inmitten von Gegnern, die um sie herum gesessen haben und sie interviewt haben und sie angegriffen haben von allen Seiten und sie unterbrochen haben, und sie dort saß wie eine Soldatin, wie eine Kämpferin, mit Izza und Stolz hat sie immer den Islam, den Hijab, At-Ta'addud, die Mehr-Ehe und alle islamischen Fakten und Gesetzgebungen hat sie verteidigt. Das haben wir von ihr gesehen und das kennen wir von ihr. Ja? Dass sie sich eingesetzt hat für den Islam, für die islamischen Angelegenheiten, für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala. Und bei Allah subhanahu wa ta'ala, das ist kein leichtes, liebe Geschwister. Und ich kann euch das persönlich bestätigen, weil ich hatte schon Interviews, ja, wo um dich herum so viele Kameras sind und du interviewst wirst und gefragt wirst und die Leute dich provozieren. Ja, wo du provoziert wirst, wo du angegriffen wirst, wo man dich nicht aussprechen lässt und wo man extra Sachen sagt, um dich schlecht zu machen, deine Religion schlecht zu machen. Und bei Allah, sie saß da mit Ehre und mit Stolz und mit Izza und mit einem Herz voller Iman und hat den Islam verteidigt, und das auch noch auf eine schöne Art und Weise. Mit Hikmah, Allah Azza wa Jalla hat in ihrem Mund und in ihr Herz Hikmah gelegt, sodass sie dort in dieser Situation in Ruhe, mit Weisheit und Wissen und Ausstrahlung, subhanallah, die Sache Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, ja, und dort den Islam verteidigt hat. Und wallahi, wenn ihr ihren Namen schreibt, Nora Illi, so kann man von ihr viele, ich denke einige, bei verschiedenen Sendungen kann man immer noch diese Sendungen sehen, wie sie dort gesessen hat und den Islam verteidigt hat. Und das ist ja das, was wir gesehen haben. Ja? Was wir nicht gesehen haben, ist ja noch viel, viel mehr. Ja? Wie sie sich eingesetzt hat. Und das als junge Frau und als Frau, als Mutter von 6 Kindern. Subhanallah, es gibt Frauen und Schwestern, die haben vielleicht ein Kind und die sind überfordert. Sie sagen, nein, ich habe keine Zeit zum Koran lernen, ich habe keine Zeit zum Arabisch lernen, ich habe nicht dieses und nicht jenes, ich habe ein Kind. Das Kind, ich habe gar keine Freizeit und ich bin überfordert. Und dann sieht man andere Schwestern, die Mütter sind von 4 oder 5 oder 6 oder mehr Kindern, die lernen, unterrichten und geben Vorträge und gehen dorthin und machen das und arbeiten und subhanallah. Und deswegen, liebe Geschwister, ist diese Schwester ein Beispiel. Und wallahi, ich sage nicht, sie ist ein Beispiel für die Schwestern.
Nein, Wallahi, ich sage, sie ist ein Beispiel und ein Vorbild für die Brüder und für die Männer vor den Frauen. Eine Mutter von 6 Kindern, die sich einsetzt, die ihre Religion lernt und ihre Religion verteidigt. Die Sunna des Propheten Muhammad s.a.w. verteidigt heute, jetzt, ja, wo man angegriffen wird wegen dem Hijab, wo man angegriffen wird wegen diesem Bart, wo man angegriffen wird wegen dem Koran, ja, und das als Frau. Wallahi, wir sind stolz auf diese Schwester. Wallahi, ich fühle mich geehrt und stolz, dass ich über sie reden darf. Und diese Schwester ist eine ehrenhafte Schwester. Möge Allah Azza wa Jal ihr vergeben und ihre Stufen erhöhen im Paradies. Möge Allah Azza wa Jal sie zusammenführen mit ihrer Familie, mit ihrem Ehemann und ihren 6 Kindern, mit ihren Töchtern im Paradies, in der höchsten Stufe des Paradieses mit den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Möge Allah Azza wa Jal ihr zu trinken geben von den Händen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, so wie sie die Sünde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam verteidigt hat. Und bei Allah, wallahi al-azim, wenn ich könnte, wenn ich die Möglichkeit hätte, wallahi, ich würde jetzt morgen zu ihrer Janaza nach Bern in die Schweiz fliegen und würde mich geehrt fühlen und stolz fühlen, bei ihrer Janaza zu laufen und sie zum Grabe zu tragen und für sie Dua vor Ort zu machen. Wallahi, ich wäre stolz drauf und könnte ich, wallahi, ich würde. Und es würde mich ehren, an ihrer Janaza dabei zu sein. Morgen ist ihre Janaza in Bern. Die Geschwister, die inshallah die Möglichkeit haben, dorthin gehen zu können. Und Allahu a'lam, ich weiß, dass die Reisemöglichkeiten momentan sehr strikt sind und man nicht reisen kann oder nicht einfach reisen kann. Aber vielleicht hören mir Geschwister gerade zu aus der Schweiz oder aus Deutschland, Österreich und können dabei sein. Wallahi, es wäre eine Ehre. Und es ist eine Ehre für einen jeden Muslim, an ihrer Janaza dabei zu sein. Abgesehen von der Belohnung, die man bekommt bei einer Janaza, wenn man einer Janaza dabei ist. Aber zumindest können wir ihre Janaza live miterleben. Und ich habe vorhin mir das Video angeschaut von ihrem Ehemann, dem Bruder Qasim Eli. Und ich möchte ihm auf diesem Wege, weil ich ihn auch nicht persönlich kenne und nie getroffen habe, sagen, اصبروا واحتسبوا لله ما أعطى لله ما أعطى ولله ما أخذ كل شيء عنده لأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقكم الصبر والسنوان اللهم ارزقهم الصبر والسنوان اللهم ارزقهم الصبر والسنوان يا رب العالمين. Lieber Bruder, du kannst stolz auf deine Frau sein und wir sind stolz auf euch. Möge Allah Azza wa Jal euch zusammenführen in Yawm al-Qiyamah, im Paradies mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Möge Allah euch als Familie zusammenführen im Paradies, fil jinnat al-Firdaus al-A'la. Und was sehr, sehr wichtig ist, liebe Geschwister, was ich noch erwähnen wollte, ist der Unterschied zwischen dem Sterben für Allah und dem Leben für Allah subhanahu wa ta'ala. So gibt es manche Leute, die für Allah subhanahu wa ta'ala sterben. Und liebe Geschwister, es gibt einen Unterschied in der Scharia, und zwar, wo die Gelehrten differenzieren, was ist besser zwischen den zwei Taten. Ja, zwischen zwei Taten, was ist die bessere Tat? Und eine klare Sache, liebe Geschwister, ist, dass die Tat, wo der Nutzen für andere noch ist, ja, nicht nur für dich selbst, sondern auch für andere da ist, dass diese Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala mehr zählen. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es für uns verständlich vom Islam, von der islamischen Scharia, ja, dass jemand zum Beispiel, er würde fasten. Entweder du fastest oder statt zu fasten, an dem Tag unterrichtest du 100 Kinder, ja, oder 100 Personen unterrichtest du Arabisch und Koran. Was ist die bessere Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala? Als einen Tag freiwillig zu fasten oder vielleicht 100 Menschen zu unterrichten. Ja? So gibt es viele, viele Gelehrte, die natürlich dann sagen, nein, das Unterrichten ist besser. Warum? Weil dieser Naf' ist ein Naf' muta'addi. La yinfa'uk, la tinfa' illa nafsak,
بل تنفع الآخرين. Und das ist أرفع عند الله عز وجل. Ja? Das ist höher und mehr Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass du eine Tat machst, wo dein Nutzen nicht nur für dich persönlich ist, sondern dein Nutzen ist für andere Leute. Ja? Ist muta'addi. Ja, dein Nutzen, dieser Nutzen ist für andere. Ja, ein Lehrer, der andere unterrichtet, hat mehr Belohnung als jemand, der nur für sich alleine lernt. Ja, er hat mehr Wissen und er lernt nur für sich und das war's. Ja, aber ein anderer unterrichtet andere Leute. Unterrichtet Kinder, Frauen, Männer, ja, unterrichtet andere Leute und sein Nutzen ist für die Allgemeinheit. Ja, und deswegen, liebe Geschwister, wir können uns ein Beispiel an dieser Schwester nehmen, wir alle. Und das Wichtigste, liebe Geschwister, dass wir uns alle eine Aufgabe in unserem Leben nehmen. Eine Aufgabe, auf irgendeine Art und Weise nützlich zu sein für die Umma von Muhammad sallam. Mach irgendeine nützliche Sache. Ja, sei nützlich. Sei jemand, der irgendetwas auf dieser Erde macht. Sei nicht einfach irgendeine Zahl. 1,5 Milliarden Muslime, sei nicht einfach eine Zahl von diesen 1,5 Milliarden. Sondern sei eine Person, die etwas macht für diese Religion. Sei eine Person, die nützlich ist für die anderen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, خَيْرٌ النَّاسِ أَنْفَعَهُمْ لِلنَّاسِ. Der Beste bei Allah subhanahu wa ta'ala, der Beste unter den Menschen ist derjenige, der am nützlichsten ist für die anderen. Das ist der Beste für die Menschen. Das ist der beste Mensch bei Allah subhanahu wa ta'ala. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Der Beste unter euch, das heißt, der Beste unter euch bei Allah, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem anderen authentischen Hadith, der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und dann weiterlehrt und anderen weiterlehrt. Ja? Das heißt, liebe Geschwister, versuch auf irgendeine Art und Weise nützlich zu sein. Lerne etwas und lehre es. Lerne Arabisch und lehre es. Lerne Koran und lehre es. Lerne die Sünde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und lehre es. Sei ein Businessman, aber sei nicht ein Businessman für dich selber. Mach Business. Wenn du ein Businessman bist, Allah hat dir die Möglichkeit gegeben, dass du Business machst. Du machst richtig viel Geld. Mach Geld, aber mach nicht dieses Geld für dich, um deine Taschen zu füllen. Für dich persönlich, egoistisch. Nein, mach das. Wenn du ein Businessman bist, Allah hat dir diese Möglichkeit gegeben, dann mach das. Aber mach das nicht für dich. Weil dann wirst du ein Verlierer sein, weil an dem Tag, an dem Malakul Maut, der Todesengel, dich besucht, an dem Tag wird dein Konto null sein. Wieder runtergehen auf null. Du hast 10 Millionen an dem Tag und der Tag wird bald kommen. Jetzt bald wird er kommen, an dem wir alle sterben werden. An dem Tag, an dem du stirbst, dein Konto wird wieder auf null sein. Von heute, sofort, in dem Augenblick. Von jetzt auf gleich wirst du arm sein. Das Geld wird jemand anders gehören. Deinen Erben, dem Staat, es wird dir nicht mehr gehören. Ab dem Tag. Außer du hast für Allah gelebt. Wenn du für ein Businessman warst, wie Uthman ibn Affan radiallahu anhu, wie Amr ibn al-As, oder Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, wie diese Menschen, liebe Geschwister, die verstanden haben, die gelebt haben, die waren Businessleute, aber die haben Business gemacht mit Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben Millionen verdient und sie haben Millionen eingesetzt. Hier haben sie Brunnen gebaut, da haben sie ein Waisenhaus gebaut, da haben sie eine Schule gebaut, eine Universität gebaut, ein Krankenhaus gebaut. Sei ein Mensch, der für die anderen lebt. Sei ein Nutzen für die anderen. Wenn Allah dir Grips gegeben hat, dann sei ein Arzt. Und mach dann deinen Urlaub. Die Leute gehen Urlaub machen in Dubai, du gehst deinen Urlaub machen in Burma, du gehst deinen Urlaub machen in Afrika, für Allah subhanahu wa ta'ala. Sei ein Mensch, wie diese Menschen, wie Abdurrahman Sumayd rahimahullah. Sei ein Mensch, wie diese ehrenhafte Schwester, die wir für Allah geliebt haben und für Allah lieben, für Allah subhanahu wa ta'ala. Aus keinem anderen Grund, außer dass wir sie für Allah lieben. Warum? Weil sie sich eingesetzt hat für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala. Menschen, die ihre Zeit, ihre Energie, ihre Kraft gegeben haben, für Allah subhanahu wa ta'ala, für die Sache Allahs. Deswegen versuch so ein Mensch zu sein. Versuch ein bisschen von deiner Zeit, von deinem Wissen, von deinem Geld einzusetzen für Allah subhanahu wa ta'ala, damit du nicht irgendeine Zahl bist. 7 Milliarden Menschen leben gerade auf dieser Erde. Die meisten von ihnen sind auf dem Weg in die Hölle. Sie leben einfach für ihre Hauer, ja, einfach für ihren Magen, für ihren Spaß und danach gehen sie in die Hölle. Andere Menschen leben einfach und sie sind einfach eine Zahl. Ihr Leben besteht nur aus Essen und Trinken und Schlafen.
am Ende des Lebens, am Ende des Tages, wenn sie überlegen, was hast du gemacht? Und das sollen wir uns alle fragen, liebe Geschwister. Was haben wir gemacht auf dieser Erde? Allah wird uns fragen nach der Zeit, die er uns gegeben hat, nach dem Wissen, nach der Gesundheit, nach dem Geld, nach all den Gnaden, die er uns gegeben hat. Allah wird uns fragen. Wallahi, ich weiß nicht, was ich meinem Schöpfer sagen soll. Und wir wissen alle nicht, was wir unserem Schöpfer sagen werden am Tage der Auferstehung. Deswegen möge Allah also uns recht leiten und uns vergeben, liebe Geschwister. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen die Möglichkeit geben, dass wir irgendetwas auf dieser Erde machen, sodass wir am Tage der Auferstehung eine Antwort haben. Weil wir werden gefragt werden. Wir werden gefragt. Diese Schwester, diese ehrenhafte Schwester, Schwester Nora Illi, rahmatullahi alayha, salla azzawaj birah, bimannihi wa fadlihi, an yarhamha birahmatihi, lati wasi'at kulla shay, wa an yaghfira laha dunubha, wa an yuthabbitha inda su'ala al-malakain. Allahumma arhamha wa aghfir laha ya rabbil alameen. Diese Schwester wird morgen begraben und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns eine Sache beigebracht. Und zwar sagte er, als er im Grab stand, er sagte, لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّ. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu den Sahaba radiallahu anhum, die waren bei einem Begräbnis, sie haben einen Sahabi begraben und in dem Augenblick, er sagte zu denen, seht ihr dieses Grab, seht ihr dieses Loch? Weil das wird unsere Bleibe sein, das wird unsere nächste Wohnstätte sein. Du hast jetzt gerade ein schönes Haus, du hast eine schöne Wohnung, du hast es schön möbliert, es ist schön gemütlich, aber wallahi, wabillahi, watallahi, sehr, sehr bald, eine deiner nächsten Wohnungen, wenn nicht deine nächste Wohnung, wird dieses Stück Erde unter der Erde sein. Ob du willst oder nicht, wallahi, deine allerliebsten werden dich dort reinlegen, ob du willst oder nicht. Und sie werden die Erde über dich werfen und sie werden dieses Loch zumachen und sie werden dich alleine dort lassen und weggehen. Wallahi, es wird so sein und für uns alle. Deswegen, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu den Sahaba, لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّ. Für diese Situation, die wir alle haben werden, bereitet euch vor. Bereitet euch vor für dieses, für diese Wohnung, für diese Zeit, in der ihr unter dieser Erde sein werdet. Und deswegen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte uns auch eine Sache bei, während des Begräbnisses. Er sagte, als die dann den Toten begraben haben und zugemacht haben, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass er jetzt befragt wird, so bittet für euren Bruder, der verstorben ist, um Al-Thabat, um Standhaftigkeit. Warum? Weil er wird jetzt befragt. Ja, in diesem Augenblick, wo alles zugemacht wird und man weggeht, in diesem Augenblick, liebe Geschwister, ist der allergrößte Test. Und dieser Test hängt zusammen mit dem Test, den wir jetzt gerade leben. Ja, die Taten, die wir jetzt gerade machen, er hängt damit zusammen. Das ist miteinander verknüpft. So wie du gelebt hast, hast du gelebt mit Beten und Fasten und Wahrhaftigkeit und guten Akhlaq, so wirst du, inshallah, wird dir Allah helfen, dort in diesem Grab, in diesem Augenblick, unsere Schwester Nora, die verstorben ist, am Montagabend, morgen Donnerstag, oder morgen ist Donnerstag, ja? Morgen Nachmittag, liebe Geschwister, wird sie begraben, inshallah, und morgen wird sie gefragt werden von den Engeln. Und ihr werden drei Fragen gestellt. Und wenn sie diese drei Fragen beantwortet richtig, möge Allah also ihr Thabat geben, möge Allah ihre Sünden vergeben und ihr Thabat geben. Dann werden sie wird morgen befragt und wenn sie diese drei Fragen richtig beantwortet, ab morgen, inshallah, wird sie wissen, dass sie im Paradies sein wird. Und sie wird, inshallah, morgen ein Fenster zum Paradies bekommen. Inshallah, billah, inshallah, wa billahi tawfiq, wird sie morgen ihren Platz im Paradies sehen. Und sie wird dann zu Allah sagen, oh Allah, lass endlich Yawm al-Qiyamah beginnen. Ja, sie wird sich wünschen, inshallah, wird sich wünschen, ins Paradies zu gehen. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass man sich darauf vorbereitet für diesen Tag. لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّ. Für diesen Tag, für diesen Augenblick, für diese Bleibe unter der Erde, bereitet euch vor, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, euer Bruder wird jetzt befragt werden, so bittet für ihn um Standhaftigkeit, dass er standhaft bleibt bei der Beantwortung der drei Fragen. Dem größten Test, liebe Geschwister, das ist die Abschlussprüfung. Dieses Leben ist diese Prüfung, in der wir leben. Und die Abschlussprüfung, die absolute Abschlussprüfung, sind diese drei Fragen. Wer ist dein Herr? Und was ist deine Religion? Und wer ist der Mann, der zu euch entsandt wurde? Und diese drei Fragen kann man nur richtig beantworten, wenn man mit diesen drei Fragen gelebt hat. Es gelebt hat, es geliebt hat, es verteidigt hat und dafür gelebt hat. Ja, und es fest verinnerlicht hat.
dann wird man auch diese drei Fragen richtig beantworten, bi'idhnillah azza wa jal. Und deswegen, liebe Schwester, morgen, inshallah, wenn ihr auch live dabei seid, dann inshallah, wenn die fertig sind mit dem Begräbnis, dann macht viel Dua für eure Schwester, auch jetzt in der Nacht und wann ihr könnt. Aber macht Dua, inshallah, dass Allah azza wa jal sie standhaft macht. In diesem Augenblick dort standhaft macht, bei der Befragung der Fragen von den Engeln. Und möge Allah azza wa jal ihre Sünden vergeben, möge Allah azza wa jal sie standhaft machen. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma tajawaz anha ya rabbil alamin. Allahumma ighfir laha maghfiratan jami'atan ya arhamar rahimin. Allahumma arhamha bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Allahumma thabbita 'inda as-su'al. اللهم ثبتها عند السؤال اللهم ثبتها عند السؤال يا رب العالمين اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اعتق رقابها من النار اللهم اعتقها من النار اللهم اجعلها من أهل الجنة اللهم اجعلها من أهل الجنة اللهم كما كانت تدافع عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمها يا أرحم الراحمين اللهم اكرم نزولها ووسع مدخلها اللهم ثبتها عند السؤال اللهم ارفع درجتها يا رب العالمين في عليين اللهم اجعلها في عليين اللهم اجعلها من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين اللهم اجعلها من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين اللهم لا تعذبها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وسع لها قبرها اللهم نور لها قبرها يا أرحم الراحمين اللهم اجعلها من أهل الجنة اللهم اجعلها من أهل الجنة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزق زوجها قاسم اللهم ارزقهم الصبر والسلوان اللهم ارزق أبناءها اللهم ارزقهم الصبر والسلوان اللهم ارزقهم الصبر والسلوان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبتهم على دينك اللهم وفقهم لما تحب وترضى وارزقهم أنت خير الرازقين اللهم احفظهم يا رب العالمين بحفظك اللهم ارحمهم واحفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا لا تفتنا بعدها اللهم اغفر لنا وارحمنا أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا أجمعين واهدنا جميعا صراطك المستقيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى وفقنا لخدمة دينك واستعملنا لنصرة دينك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم وفقنا لخدمة دينك اللهم وفقنا يا رب العالمين لما تحب وترضى وتوفنا وأنت راض عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارحم والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا ربنا ارزقنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نسألك حبك ورضاك والجنة نسألك حبك ورضاك والجنة نسألك حبك ورضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار أعوذ بك من غضبك وسخطك والنار اللهم لا تعذبنا اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر وارحمنا فإنك بنا راحم وأنت أرحم الراحمين أكرم الأكرمين اللهم أنت أرحم الراحمين أكرم الأكرمين فارحمنا يا رحيم فارحمنا يا رحيم واغفر وارحم وأنت خير الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.